Ingwer-Shot mit Kurkuma, Zitronen, Orangen. Ich habe auch zwei Mandarinen noch zusätzlich hineingegeben und einen grünen Apfel, Pfeffer und ein Schuss gutes Olivenöl. Ja, macht es nach, schaut euch das Video an. Es lohnt sich. Für den Ingwer-Shot, den ich mache, der uns am besten schmeckt. Ich habe hier noch eine halbe Flasche übrig, eine gute halbe Flasche, und kann schon für Nachschub sorgen und habe mir die Zutaten besorgt und deswegen mache ich es und habe gedacht, ich zeige es. Vielleicht hat jemand Interesse. Im Netz, auf YouTube, überall gibt es ja schon einen Haufen Rezepte, aber so in dieser Form, zumindest ich habe es so in dieser Form nicht gesehen, weil die Basis für einen Ingwer-Shot ist natürlich Ingwer, Kurkuma und Pfeffer und ein bisschen Öl. Das sollte nicht fehlen, damit alles funktionieren kann, damit der Körper Kurkuma zum Beispiel und Ingwer auch annehmen kann und verwerten kann. Ich benötige heute 100 Gramm Ingwer. Bei mir ist es Bio-Ingwer. Da habe ich drei Würzelchen, das sind 40 Gramm. Kurkuma, optional, wenn man die nicht findet, kann man Kurkuma-Pulver nehmen. Da braucht man 2 Esslöffel etwa. Dann brauche ich 3 Zitronen. In meinem Fall sind das große. Ich rechne immer so zwischen 130 und 150 Milliliter. Dann nehme ich einen grünen Apfel. Man kann auch einen roten Apfel nehmen. Dazu sage ich dann später etwas. Dann brauche ich 6 Orangen. Da werde ich Orangensaft, da benötige ich nur den Orangensaft und ich gebe auch gerne Mandarinen hinzu. Wenn sie ganz klein sind, nehme ich 3, ansonsten 2 und Pfeffer. Und den Pfeffer, den mahle ich dann ganz frisch, etwa 3 Prisen, also schon ein bisschen Pfeffer, denn Pfeffer enthält Piperin und Piperin mit Kumin, dass die zwei schaffen halt miteinander und bilden dann diese Oxidantien und es wird alles besser verwertet. Und ich nehme auch Honig. Mein Vater, der hat ja Bienen und es ist gut, wenn man Honig nimmt, dass man vom Imker des Vertrauens welchen holt. Dann weiß man, dass es reiner Honig ist und da nehme ich 2 Esslöffel, weil mir schmeckt es dann besser. Wer es nur vegan machen will, der lässt den Honig einfach weg. Und Olivenöl, da nimmt man ein sehr gutes Olivenöl. Da nehme ich 30 Milliliter, 2 Esslöffel, etwa 2 gehäufte Esslöffel. Und das wären alle Zutaten. Zusätzlich habe ich mir noch vorbereitet eine Zitronenpresse. Da werde ich Orangen und Zitronen von Hand pressen. Oder wenn man ein elektrisches Gerät hat, dann kann man auch das nutzen. Ich habe es zwar hier stehen, aber ich mache es gerne von Hand, weil ich das ja auch gewöhnt bin. Aber wie gesagt, man kann mit einer Zitruspresse, mit einer elektrischen, es auch so machen. Und dann brauche ich ein Haarsieb für später. Und Flaschen, die sollten sauber sein. Es ist auch schön, wenn man so kleinere Fläschchen macht, dann kann man auch an Menschen, die man liebt, kann man welche verschenken, kann das schön beschriften und kann es verschenken. Und dann können die es mal ausprobieren, ob es ihnen zusagt. Jeden Tag so ein Shot, das ist so ein, ja, so ein Schnapsglas, das würde schon reichen. Wer halt mehr davon möchte, kann ja morgens und gegen Abend, Nachmittag noch so ein Gläschen trinken. Und dann habe ich auch noch ein sauberes Glas, wo ich dann den Rest, was ich dann im Haarsieb stecken bleibt, das schmeiße ich ja nicht weg und dieses Fruchtfleisch, das kommt bei mir dann immer in ein Glas und dann wird es entweder zum Frühstück in die Müsli oder mein Mann, der nimmt sich sogar 2 Löffelchen und isst das wie Marmelade, auch nur so mit dem Löffelchen. Schmeckt wirklich nicht schlecht. Oft hört man so in Videos, dass manche sagen, oh, das schmeckt so scheußlich und es schmeckt nicht gut und so. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass dies nicht
Es schmeckt jetzt nicht wie ein Saft so lecker, aber es schmeckt auch nicht schlecht. Meine Schwiegertochter, die hat probiert und die hat auch öfters gemacht, natürlich andere Rezepte und kleinere Mengen. Die hat gesagt, dies wäre das der beste Ingwer-Shot, den sie je getrunken hätte und sie hat ihn auch nachgemacht. Dann brauche ich noch ein Brett. Ich nehme bewusst mein ganz altes Brett. Ihr seht, es hat sich auch gelblich gefärbt. Ich nehme sicherheitshalber, wenn ich Ingwer und die Kurkuma-Wurzeln kratze, sage ich mal, dass es nicht so stark abfärbt. Und ich zeige auch hier, wie Kurkuma aussieht. Da sollte man aber auch ein gutes kaufen. Ich kaufe das ja immer in großen Packungen und da würde ich jetzt statt diesen drei Wurzeln, statt diesen 40 Gramm, würde ich auf jeden Fall zwei Esslöffel vom Pulver hineingeben. Auch das Pulver, das färbt sehr, deswegen ist es gut, wenn man es in Glasflaschen umfüllt, damit man, Glas kann man immer sehr gut reinigen. Und für das Kratzen von diesen Wurzeln ziehe ich mir wirklich Handschuhe an, sonst habe ich morgen die Hände ganz gelb. Ja, ich wollte ja noch dann etwas auch zum Apfel hinzufügen. Wir wissen ja alle, dass Äpfel sehr gesund sind. Es heißt ja, dass rote Äpfel, die ganz roten, eigentlich am besten sind, weil unter der Schale, die haben ja diese, wie nennen sich diese Farbstoffe, diese Substanzen, ich glaube Flavonoide nennen sich diese. Und die Äpfel sollte man mit Schale verzehren. Jetzt die grünen Äpfel, die sind nicht so süß wie die roten Äpfel. Aber ansonsten sind sie auch sehr gut, auch für die Zähne, wenn man jetzt in einen Apfel beißt, auch für die Knochen. Und allgemein sind ja die Äpfel gesund und auch kalorienarm. Und grüne Äpfel, die sind besonders kalorienarm, die helfen sogar beim Abnehmen. Zumindest habe ich das so gelernt, dass das und mag ja wohl auch stimmen. Und auch wenn jemand Diabetes hat, dann sind die grünen Äpfel besser, weil sie halt den Blutzuckerspiegel regulieren. Ich sage das jetzt nur einfach dazu, ich bin ja keine Ärztin, nur das, was ich so ja, über die Jahre so an Grundwissen mitbekommen habe. Ja, Äpfel, man sagt ja so, ein Apfel pro Tag schützt uns ja vor Krankheiten allgemein und daher sollte man schon die Schale auch mitessen. Und die Äpfel, die enthalten ja auch viele Ballaststoffe und deswegen gebe ich auch noch einen Apfel mit dazu. Und allgemein, dieser Ingwer-Shot ist ja sehr gesund, weil er ja kalt zubereitet wird und er hält im Kühlschrank so etwa 5 Tage, ja auch 6 Tage. Passiert gar nichts, aber es wird ja nichts erwärmt und deswegen kann ja alles sehr gut dann im menschlichen Körper wirken. Wenn man dann so ein Glas nimmt, dann hat man ja eigentlich alles, was man so für den Tag braucht, an Vitaminen A, B, C. Ja, sie sind halt perfekt auch für die Verbesserung der Haut, die Äpfel. Wer viele Äpfel isst, der hat auch eine angenehmere, bessere Haut. Ach ja, ich habe vergessen, wichtig ist, dass man einen starken Mixer hat. Ich habe jetzt den Thermomix, das ist jetzt mein alter, weil der neue bei meiner Tochter ist, den habe ich dann ihr geschenkt und mit dem alten funktioniert es genauso gut, wenn ihr einen anderen starken Mixer habt. Dann ist es auch gut, weil ja Ingwer sehr faserig ist. Ich schneide ihn ja sowieso in feine Scheibchen, damit man ihn dann sehr fein zerkleinern kann. Und wenn man jetzt einen normaleren Mixer hat, der ein Multizerkleinerer, der nicht so stark ist, dann würde ich raten, dass man zuerst
die Flüssigkeit unten gibt und dann den Ingwer ganz fein schneidet und das aber oben. Ansonsten, wenn man dann den Ingwer zuerst gibt, dann bleibt alles so im Messer stecken. Aber wenn man einen starken Mixer hat oder Thermomix, dann funktioniert es einwandfrei. Zuerst beginne ich mit dem Ingwer. Ich schneide so diese Enden da dünn weg. Und dann, und hier, wo halt die Seiten halt nicht so glatt sind, da schneide ich es weg. Und den Rest kratze ich so mit einem kleinen Messerchen. Man kann es natürlich auch mit einem Löffel machen, aber bei mir funktioniert das nicht. Aber die Schale will ich auch nicht, weil wir eben dann zum Schluss dieses Fruchtfleisch, alles was drinnen ist, noch essen, weil es echt angenehm schmeckt und nahrhaft ist. Ingwer ist ja sehr gesund, kann man ja auch in jedem Gulasch, in jedes Essen ein bisschen geben, hat ja gewisse Schärfe, ist antibakteriell, also daher auch entzündungshemmend und wird auch noch Erkältungskiller genannt. Ja, das heißt auch Schmerzenlinder, er soll schon sehr gesund sein, laut ärztlichen Büchern. Jetzt habe ich euch gezeigt, wie ich den Ingwer mache und dann schneide ich ihn. Ich gebe ihn jetzt direkt in meinen Thermomix-Topf. Ich weiß nicht, kann man das so sehen? Ja. Und das schneide ich jetzt auch von Hand einfach so dünne Scheibchen. Und zwar quer. Also wenn ich jetzt der Länge, dann habe ich ja lange Fasern. Also das schneidet man dann so quer, so wie man das Fleisch ja auch eigentlich schneidet. Das heißt, dass Ingwer auch bei Magenbeschwerden und für den Darm sehr gut sein soll. Man merkt auch, wenn man so einen Drink trinkt, also ich merke es von, sag ich mal, vom Hals bis in den Magen, aber nicht, dass es jetzt unangenehm wäre. Ja, und so verfahre ich auch mit der Kurkuma-Wurzel. Jetzt Ingwer färbt ja nicht, da hätte ich ja jetzt die Handschuhe gar nicht gebraucht beim Ingwer. Aber weil ich jetzt mit dem Ingwer und mit der Kurkuma-Wurzel anfange, habe ich mir jetzt Handschuhe angezogen. Wenn ich Kurkuma in Form von Pulver nehme, dann brauche ich keine Handschuhe. Wenn Ingwer und Kurkuma im Mixer schon drinnen sind, dann habe ich ja schon, sage ich mal, die schmutzigere Arbeit gemacht. Und wenn so ganz mini kleine Schälchen übrig sind, das macht ja gar nichts aus. Und ein bisschen arbeiten muss man ja auch für so einen Gesundheitsdrink, finde ich. Dann weiß man und schätzt die Inhaltsstoffe, die drinnen sind. Und nun schneide ich den Apfel. Ich habe jetzt hier einen, wie heißt das, Granny Smith. Ich weiß nicht mal, wie man es richtig ausspricht, aber ihr wisst schon, so einen Apfel. Ihr könnt jede Sorte von Apfel nehmen. Ihr könnt aber auch auf den Apfel verzichten, wenn ihr das nicht nehmen möchtet. Und den Apfel, den schneide ich auch in kleinere Scheibchen. So, weil den Apfel, den gebe ich ja nicht gleich am Anfang mit dem Ingwer hinein, sondern anschließend, wenn ich dann auch die Flüssigkeit mit hinzugegeben habe. Das heißt, den Orangensaft und die
den Zitronensaft, wenn ich das alles dann mit dazu gebe. Nun werde ich die Zitrusfrüchte, die Orangen und die Zitronen einfach so rollen, damit sich die Flüssigkeit innen drin etwas löst, und dann werde ich sie auspressen. Die Arbeit ist jetzt fertig. Meine Zitronen, es stand Bio-Zitronen drauf, aber es stand nicht, dass die Schale zum Verzehr geeignet ist, und deswegen habe ich gedacht, ich lasse die Schale lieber weg. Ansonsten, die sind auch meistens kleiner, die, wo ich die Schale immer benutze, und da steht es dann auch ausdrücklich immer drauf. Und da ist auch nicht so viel Zitronensaft dann in den kleineren drinnen. Ich sehe, ich habe jetzt echt 250 Milliliter Zitronensaft. Ins Rezept schreibe ich aber nur 150, weil ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob mir alles reinpasst in meinen Thermomix. In den TM6 passen die Mengen sicherlich rein, aber ich schreibe es jetzt so, dass jeder es machen kann. Und hier habe ich nicht ganze 500 Milliliter, etwa 400, gute 400, 420 habe ich jetzt vom Orangensaft. Und hier würde ich jetzt wirklich, also letztes Mal hatte ich nur 150, es kommt immer auf die Größe von den Zitronen drauf an. Mal sehen, wenn es mir reinpasst, dann gebe ich natürlich alles. Dann ist halt der Ingwer-Shot etwas säuerlicher, aber wird dennoch gut schmecken. Und zuerst beginne ich jetzt und werde Ingwer und die Kurkuma-Wurzel jetzt in meinem Fall klein machen. Und das geht dann auch ganz, ganz schnell am Thermomix. Ich glaube, das braucht nur ein paar Sekunden. Auf Stufe 8 werde ich mal machen. Das müsste dann schon langen. Und dann schiebe ich das Ganze ein klein wenig runter und gebe dann die Flüssigkeit und meine Stückchen mit hinein. Honig und Olivenöl und wirklich 3 bis 4 gute Prisen frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer. Ich gebe jetzt den Deckel drauf bei mir und werde auf 5 Sekunden Stufe 8 einstellen. Und nachher schaue ich dann mal rein, wie es ausschaut, und das andere wird ja dann auf Stufe 10 dann hochgemixt, wenn das andere dann reinkommt. Das seht ihr dann auch.
Ich habe jetzt Pfeffer gemahlen, so gute 4 Prisen bei dieser Menge. Und nun werde ich alles auf Stufe 10 mixen, etwa 30 Sekunden. Ich hoffe, dass 30 Sekunden reichen. Ich schreibe es ja auch ins Rezept und unterhalb vom Video findet ihr ja die genauen Mengenangaben, so wie ich es gemacht habe. Ich habe es jetzt genauso gemacht, wie ich es auch immer mache, wie ich auch die letzten Flaschen gemacht habe. Mir kommt es vor, letzt hatte ich nicht einen grünen Apfel, sondern einen so gemischten. Mir kommt es aber vor, dadurch, dass ich jetzt etwas mehr Zitrone habe, ist er nicht so arg orange. Oder das Kurkuma-Pulver färbt mehr, denn diesmal habe ich ja nur Kurkuma-Wurzel und es kann sein, wenn man Kurkuma-Pulver nimmt, dass es dann oranger ist, die Farbe. Mal sehen, wenn ich es jetzt einfülle, ich habe ja noch in der Flasche von dem letzten, ob da ein großer Unterschied ist. Schmecken tut es natürlich gut. Ich kann nicht sagen, dass es schlecht schmeckt, so wie andere sagen, es schmeckt nicht scheußlich. Also wirklich, man kann das sehr gut trinken und es ist ja ein Gesundheitstrink, es ist ja was Gutes. Und nun werde ich alles durch ein Haarsieb geben, weil ich das Fruchtfleisch nicht in der Flasche haben möchte, sondern nur das, was gerade durchs Haarsieb durchgeht, aber den Rest gebe ich in ein Glas. Und wie ich das mache, zeige ich euch auch im Zeitraffer. Ja, ich wollte noch dazu sagen, den Deckel und den Innendeckel, den habe ich mir schon grob abgespült, damit er sich nicht verfärbt. Und wenn man jetzt ein weißes Spülbecken hat oder wenn hier etwas rinnen sollte, wenn man nicht gut aufpasst, dann kriegt man das sehr gut mit diesen weißen Radierschwämmen, wenn man sich ein Stückchen so feucht macht, kriegt man das super gut weg. Das ist nur ein Tipp von mir. Da jetzt hier in der Flasche gute 500 Milliliter sind, etwas mehr, und dies zu klein ist, habe ich mir jetzt auch noch eine größere, die wird jetzt nicht voll, aber ist egal. Da schütte ich dies jetzt rein. Und wie gesagt, aus der Menge, wenn man jetzt nicht so viel Zitronensaft gibt wie ich, wenn man 150 Milliliter, dann erhält man etwas weniger. Dann, ja, aber insgesamt kommt so 1300 Milliliter bis 1500 Milliliter. Es kommt immer auf die Größe der Früchte an. In etwa. Das muss ja nicht ganz genau sein. Und was ich jetzt mache, ich habe jetzt heute hier ein etwas größeres Glas genommen. Aber wenn ihr ein kleineres Glas habt, dann gebe ich bewusst immer ein bisschen Frischhaltefolie, damit die Deckelchen mir sauber bleiben. Und dann habe ich das Fruchtfleisch auch in der
Kühlschranktür stehen und die Flaschen natürlich auch. So, diese zwei Flaschen habe ich herausbekommen. Das wären jetzt, ja, 1300 Milliliter etwa. Denn die Flaschen, die halten, wenn sie ganz voll sind, halten sie 700 Milliliter. Ja, ich hoffe, ich habe euch alles gezeigt. Ich habe alles gesagt, so was ich über dies weiß. Probiert es aus. Jetzt in den Wintermonaten. Es ist super gut. Ich muss sagen, in diesem Winter, Gott sei Dank, war ich auch nicht krank. Ich habe mal leicht gekränkelt, aber ich war noch jeden Tag in der Arbeit. Ich war nie krankgeschrieben. Und ob ich es jetzt diesem zu verdanken habe und dem Tee, den ich jeden Tag trinke. Ich trinke jeden Tag 3/4 Liter Tee. Das habe ich mir so angewöhnt in den Wintermonaten. Aber es mag schon etwas dran sein. Esst jeden Tag einen Apfel, macht euch solche Ingwer-Shots und ihr werdet sehen, dass das Immunsystem gestärkt wird. Ich zeige euch, was noch übrig ist. Das Gläschen, das ist ja kleiner und das war voll. Ja, mit Liebe selbst gemacht, sage ich immer. Und noch dies bisschen ist übrig, weil mein Mann liebt es. Und ich habe jetzt auch probiert, wie der heutige Drink schmeckt, so was noch im Thermomix unten war. Und ich muss sagen, es schmeckt gut. Also ich könnte von diesem auch ein großes Glas trinken. Bloß ob der Körper das dann alles verschaffen kann, das ist dann zweite Frage. So sieht es aus. Ich schüttel es immer, weil sich ja doch ein gewisser Satz unten drunter. Es ist ein klein wenig oranger, weil ich hier nur Pulver habe. Und hier habe ich ein bisschen mehr Zitronensaft und halt die Wurzel vom Kurkuma. Wo ich dies gemacht hatte, hatte ich keine Kurkuma-Wurzel, nur Ingwer-Wurzel. Dann hat man es auch einfacher, wenn man jetzt das Pulver gibt. Aber wenn ihr die Wurzeln zu kaufen bekommt, dann könnt ihr sie ja frisch kaufen, es ist ja nicht so viel Arbeit. Und wenn man es wirklich mit Liebe macht, dann genießt man es auch und weiß, was drinnen ist. Ich werde jetzt auch so eins trinken und mein Mann eins und dann sind wir für heute versorgt. An dieser Stelle verabschiede ich mich heute und danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Und demjenigen, der diesen Ingwer-Shot nachmacht, wünsche ich gutes Gelingen dabei und hoffe, dass es demjenigen auch so gut gefällt, dass man es öfters wiederholt und es ist wirklich was Gutes, was Feines. Ich wünsche euch viel Freude dran. Danke nochmals für alles. Tschüss.